wahrscheinlich. BVB steht der Wirtschaftsverein. Ich leite mich ein. Du leitest mich ein. Na, dann mega mal. Dann mega mal. Ich mal was machen. Ich noch vorstellen, weil wir ohne mal, wenn wir so ja. So, ihr Lieben, jetzt sind wir beim Stand WVW. Wer ist das eigentlich? Was macht der WVW eigentlich? Ich würde sagen, Frank erklärt uns das. Ja, der WVW steht für Wirtschaftsverband Wassersport e.V. Das ist ein Dachverband für die werbliche Wassersportwirtschaft in unserem Revier. Gut, okay. Hört sich erstmal vielleicht noch nicht ganz so interessant an, aber allerdings habt ihr ja viel bewegt, dass auf dem Wasser viel passiert. Und was ist das? Richtig. Wir haben es geschafft, uns zusammenzuschließen und damit natürlich auch Veränderungen in der Politik, in der Gesetzgebung vorzunehmen. Und das Wichtigste war zum Beispiel die Führerscheinfreiheit. Ja, wir dürfen jetzt bis 15 PS führerscheinfrei fahren. Und die Sportbootvermietungsverordnung, die ist auch sehr wichtig. Wenn man auf dem Wasser unterwegs ist und hat keinen Führerschein, kann man einen Charterschein machen. Und mit dem Charterschein darf man dann auch schön in Urlaub fahren. Aber kommt immer ganz nah auf das Gewässer drauf an, ne? Also bei uns jetzt zum Beispiel, jetzt Potsdamer Raum, ist das, glaube ich, nicht so möglich. Nicht oben überall. An der Mühle und so, nicht überall, okay. Wir haben dort das Revier zum Beispiel in Potsdam von der Glienicker Brücke bis zum Sacro-Paritzer Kanal. Dort kann man schon mit einem sogenannten Charterschein fahren. Interessant. Das ist interessant. Ja. Definitiv. Nur zu wissen. Siehst du, und ich habe immer gedacht, dafür wäre die Politik eigentlich mal so zuständig gewesen, wegen die 15 PS-Regelung, aber dass ihr das eigentlich dafür gesorgt habt, bin ich jetzt echt gerade ein bisschen erstaunt. Und wir schaffen das nicht alleine, deshalb sind wir in Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsverband. Der WVW war ein kleiner Verband, 1924 gegründet, in Berlin. Dann kam, die Grenze ist gefallen sozusagen, die Öffnung, ja, Einheit Deutschlands. Ich war der Erste, der aus dem Osten im Prinzip mit reingegangen ist und bin schon über 30 Jahre Mitglied. Und wir haben es jetzt geschafft, uns zusammenzuschließen mit dem Bundeswirtschaftsverband. Und denn gemeinsam sind wir nur stark. Und so können wir auch was über den Bundeswirtschaftsverband ein bisschen in der Politik, wie vorhin genannt, an den Gesetzen ein bisschen was bewegen. Okay, und ich sag mal so, Informationen findet man ja immer im neuen Heft. Was ich eigentlich immer richtig cool finde, deswegen habe ich es bei mir auf dem Boot zu liegen. Ihr habt die Wasserkarte einfach mit da drin. Ja, und man sieht ja, wir machen mal jetzt ein bisschen Werbung. Ne? Ein Revier, Alma. Ein schönes Heft. Ja. Dort sind unsere 120 Betriebe abgebildet. Ja. Die Standorte finden wir auf der Wasserkarte. Mhm. Und man muss ja wissen, was macht denn so ein Betrieb? Ja. Hat er Charterboote? Hat er Bootstände zur Verfügung? Kann man dort Boote kaufen? Und das haben wir hier hinten alles im Verzeichnis mit drin. Sehr schön. Also für den Endverbraucher eigentlich das richtige Handwerkzeug an Bord. Einmal frei, man könnte zwar jetzt denken, Mensch, wozu jetzt so ein Buch und so weiter, aber da drin ist wenigstens gleich sofort halt erklärt. Ihr wisst doch selber, gehst du ins Internet rein, du guckst erstmal, musst erstmal durchsuchen, hat er oder nicht, hat er nicht. Ganz genau. Und da steht es gleich sofort drin. Schleusenzeiten stehen drin, Tankstellen sind drin. Super, richtig. Sowas. Also einfach mit aufs Boot legen oder seid ihr sehr gut informiert? Prima. Ja. Und welche Firmen unterstützt ihr denn sonst noch so? Also habe ich auch so irgendwie mitbekommen, ihr seid ja eine Menge Firmen, sage ich jetzt mal. Wir sind hier zum Beispiel an einem Gemeinschaftsstand, wo sich auch die einzelnen Firmen einen Counter mieten können. Es rechnet sich nicht immer für alle Firmen, einen großen Messestand zu haben, denn man braucht da ein bisschen Pinke-Pinke zu und das ist nicht immer einfach, ja, das wissen wir. Ja. Und wir haben ja so eine Firma, Tom Sawyer, Flussvermietung. Die sind mit draufgekommen, die sind Mitglied im Verband und können hier per Print im Prinzip ihre Werbung mit anbieten. Ah. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal dorthin. Gehen wir. Ne? Und wir nehmen euch mit. Jawohl. Come on. So, und jetzt sind wir hier bei dem Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Mal eine Frage, du bist bei dem WVW eingetreten. Was hast du eigentlich so für Vorteile oder wieso, weshalb, warum bist du dort eingetreten? Ja, der größte Vorteil ist wahrscheinlich, ich kann immer jemanden anrufen. Wenn ich mal nicht weiterkomme oder Hilfe brauche, man hat mal eine Frage zu fachspezifischen Sachen, kann man immer den Telefonhörer in die Hand nehmen und sich dort ja, einfach mal Rat einholen. Und dir wird ja immer geholfen. Ja, das ist ja schön. Ja, das hört sich jetzt mal, also sowas gibt es ja heutzutage auch nicht mehr so oft. So eine Gemeinschaft,
das ist schon mal wert, sag ich mal. Ja. Wenn man sich alle untereinander, wenn ich, kannst du mir kurz davor mal angucken, dieses Heftinteil, wie viele Firmen dort eigentlich drin sind, ist ja Wahnsinn bei euch. Ja. Also das ist ja, also da kann man sich wirklich untereinander so gut helfen und es ist, wie sagt man so, man ist vernetzt heutzutage. Netzwerk bilden, auf alle Fälle. Ja, ja, weil ihr heute in der Community und Netzwerk ist ja das Wichtigste, genau, was man braucht. Das ist das Wichtigste, was wir alle brauchen. Und wenn ich mal zum Beispiel eine Einschätzung brauche zu irgendwas, habe ich Frank letztes Jahr, glaube ich, angerufen. Ich will jetzt nicht sagen, wofür genau, aber uns ausgetauscht, ja. Wir haben uns da, ne, und er weiß auch immer jemanden, wenn er nicht weiter weiß, der dann noch weiter weiß. Auch noch die Chefstelle, richtig, die sich drum kümmern könnte. Genau. Ja. Okay. Und du machst jetzt Tom Sawyers Tours, bedeutet, du baust Hausboote, oder? Wir bauen als Tom Sawyer Boots, sind zwei Unternehmen, ja? Die Tom Sawyer Boots baut unsere Boote und auch für ganz viele andere Vercharterer noch. Und die Tom Sawyer Tours ist quasi der eigene Vercharterer. Ah ja, okay. Genau. Hm. Da setzen wir euch einen Link mit unten rein, da könnt ihr dann drauf gehen. Genau, und wenn jemand mit dem Hausboot fahren wollt, ja. 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 Und bauen lassen wollt. Ja, dann seid ihr hier bei Tom Sawyers. An der richtigen Stelle. Richtige Stelle, so ist es. Genau. So, ich würde aber sagen, wir haben hier noch ein bisschen was vor. Ja. Und wünschen euch erstmal noch ganz viel Erfolg und noch einen wunderschönen Tag, Abend. Ist ja schon, ja, schon etwas später. Genau. Genau. Danke euch. Genau, wir bedanken uns auch. Dass wir und wir bedanken uns bei euch für die tollen Informationen. Immer wieder gerne. Ja, danke schön, ihr Lieben. Gerne. Ciao. Tschüss.